So, willkommen im Dartstadt-Studio. Heute sind Rennen ich ganz für uns quasi. Obwohl, da ist noch einer in der Leitung. Der ist leider nicht mit Bild dabei, aber mit Ton. Ja, Der servus. Pokalsieger von Grüße 2020C. Hallo Dirk. euch. Grüß Hi. dich. War ein bisschen kurzfristig. Dirk spielt noch ein Turnier und schafft das nicht wirklich so ganz dabei zu sein. Von daher alles gut, kein Thema. Beim nächsten Mal vielleicht live und in Farbe noch dazu. Genau. Prost. Oh, jetzt muss ich hier noch eine Rückkopplung rausnehmen. So, okay. Gut, heute vierte Runde im Pokal. Wie viel sind verblieben, René? 32. 32 von 226. Das Ja. fällt. Lichtet sich. Ja. Ja. Na, eigentlich sind verblieben gerade noch 36. Noch 36, wie das geht, erfahren die Zuschauer gleich live. Auch das ist bei uns möglich. So, dann gucken wir gerade mal hier, dass wir die Tabelle hier richtig zurechtgerutscht bekommen. Jawohl, das passt jetzt auch. Und würde ich sagen, reden wir nicht groß drum rum, gell? Obwohl bei dem Nee. Scheißwetter können wir auch ein bisschen. Fernseher kommt eh nichts. Deutschland ist ausgeschieden. Schweiz ist Ist ausgeschieden. gut so vielleicht. Vielleicht macht es es besser. Ja. Das. Jetzt regnet es ganz gut hier. Ich glaube schon gleich gar nicht mehr zu sehen, so dunkel ist es, aber den Regen können wir gebrauchen. Okay. Dirk, du sagst Stopp. Der Dirk sieht meinen Eimer übrigens. Stopp. Sag mal Stopp, Dirk. Stopp. Und da haben wir die zwei. Die erste Partie des Abends. Oh, ich habe noch gar kein Kästchen, wo ich das reinwerfe. Ach, da habe ich es. Die zwei haben wir. Die zwei ist Andreas W. Andreas W. Und Andreas W. mag einen schönen Gegner haben. Vielleicht die 1. Die Eine fünf. 5. Die fünf bekommt er. Ein Andreas Ja, darf nicht gegen einen Andreas. Andreas. Andreas W. gegen Andreas H. Wenn das mal nicht passt, beide erste Liga, oder? Nee, Andreas Heller ist ja aufgestiegen. Pro Liga, gell? Ja, spannendes Match. Die 12. Der Elvis. Der Elvis. Tabellenerster in der Liga 1b. Den ziehen wir jetzt mal im Pro-Liga-Spiel, oder? Mach mal. Die 3. Drei. Ja, mal sehen. Nee. Phoenix. Nee. Ja. Liga 2, oder? Aber gut unterwegs, glaube ich, gell? Letzter Zwei Zeit. A, ja. Ja. Sehr gut unterwegs. Als nächstes haben wir die 19. 19. Ich muss mal die Brille Ah, aufsetzen. das ist so ein Doppelding. Ha. Ralf Schumacher ist online. Ralf, wen habe ich dir? Du bekommst den Sven. Und wen haben wir noch dabei? Big Air, moin ihr Lieben. Grüße von René Rüschel, jawohl. Na, Halla, ich sehe nichts. Augen auf. Raphael Schumacher, yes, nehme ich gerne. Ja. Tobias, Ü40, ne? Brille. Ja. Ü40, U50 eher schon, ja. So, jetzt haben wir die Kuriosität. Also Habe auch sowas nie an. wir sind hier äußerst diplomatisch und Regenbogenfahren und so, ja. Und deswegen, Ja. da gibt es einige Jungs, die haben es nicht geschafft, in 33 Wochen die Runde 3 zu spielen. Und ja, bekommen noch ein bisschen Aufschub. Das Spiel ist, glaube ich, heute Abend oder morgen? Ich glaube, eins von den vier ist heute Abend. Eins findet gleich statt, so um 8, halb 9. Ja. Und die anderen finden morgen statt. Das heißt, den ich jetzt ziehe, bekommt den Sieger aus dieser Partie. Ach nee, eins haben wir auch erst Entweder. Donnerstag, oder? Das müssen wir nochmal sehen. Das kommunizieren wir noch in den Gruppen. Das hat sich Ja. kurzerhand so ergeben.
ist manchmal nicht so leicht zum Abstimmen. Wir sind total flexibel, man kann spielen, wann man will, gegeneinander. Aber wenn dann halt zwei sich treffen müssen und ja, da kann das mal vorkommen. Die 24. Oh, der Carsten. Ah, der nichts sieht hier. Der Carsten. Und der YouTube, dass das gleich mal aufgelöst ist, das Rätsel. Na, Halla. Ja, Carsten, dann triffst du vermutlich auf deinen Liga-Konkurrenten Manuel. Oder der Kai haut richtig einer raus, was er auch kann. Gerade einen 149er Finish geschmissen in der letzten Partie, wenn ich das auf dem Schirm habe. 32. 32. Giuseppe. Auch wieder gut unterwegs, ein paar Siege eingefahren. Ja, es kommt jetzt an, wie die Italiener weiterspielen. Ja, die Italiener kommen eh weiter. Ja, weißt du, wie es ist? Werfen zwei Darts, kurz vor sie den dritten werfen. Erste Dart 1, zweite Dart 5, vor sie den dritten werfen, täuschen sie erst eine Verletzung vor, wälzen sich vom Dartboard, ja, bis der Arzt kommt, ja, da tütata, Blaulicht und so weiter, ja. Und ja. Wenn keiner Dann zuguckt, kommt die Wunderheilung. dann springen sie aus der Hocke bis an die Decke, machen ein Fünffachsalto vorwärts und noch so ein Auerbach, landen auf dem großen C und werfen in die Triple 20. So, wen haben wir denn da? Die 16. 16. Moinsen, Jungs. Raphael lacht. Sebastian, grüß dich. Christopher Kaufmann. Ja, wie schon gesagt, meldet euch, Jungs, wenn ihr Live-Spiel haben wollt, wenn wir es euch möglich machen können, zeitlich, dann machen wir das. Die 1. Die Eins, jetzt haben wir wieder so ein. Wieder ein Doppel. Ja. Also, da spielt ein Rdoppel gegen ein Christze. Das Ja. heißt, Ricardo Petrezko alias Picasso gegen Chris Charizet alias Virus Christus. Das ist ungefähr so wie. Nein, ich spare mir jetzt jegliche Vergleiche. Chris, einfach immer in der fünften Runde finishen und du verlierst nur knapp. Genau. Kein Problem. So, wer mag den Sieger dieser Partie haben? Acht. 18. Ja, genau. Wir spielen das noch aus. Okay. Das ist, könnte sein, eventuell so ein Martin kleines D. vorgezogenes Finale. Ja. Ja. Könnte es werden, aber ich will da nicht sagen, dass der Patrick schon durch ist. Der Schlosser, der wirft mit schweren Gabelschlüsseln, gell? Und trifft auch ganz gut. Also, das wird interessant. Aber auch da eine Doppelpartie. Ich glaube, die findet morgen Abend statt. Ja? Die Ja. morgen Abend, ja. Also, zwei Doppelpartien gegeneinander. Dreiundzwanzig. 23. Ja. Aber da. Enigma. Ah ja, Dennis. Dennis hat den Kopf frei, wirft wieder sehr, sehr starke Darts. Bekommt von mir die 28. Frank Buse. Okay. Es sind ja drei Spieler aus Liga 3 weitergekommen. Ja. Ich glaube, alle aus 3B. Ja. Gute Und Leistung. der Frank ist einer davon, oder? Dass Frank weiß nicht, ob er in der dritten ist. Ja, es ist schwierig. Dank meiner Vereinskollegen, die jetzt so viel Ergebnisdienst machen, bin Weiß man ich das nicht zum mal so, gell? Glück ein Stück rausgekommen. Jawohl. Okay, wird auf jeden Fall keine leichte Aufgabe für den Frank. Die 13. Wer verbirgt sich hinter der Unglückszahl? Kevin, wird es ein Unglück geben? Grüßen nach Kaiserslautern. Und nach Lautern fährt die 14. Das ist auch so ein Doppel. Auch ein Doppel bedeutet, der Sieger zwischen Robkill 180
Nimm mal den Namen gerade, René. Den Was komplett. denn? Du siehst ihn ja auch nicht. Robkill heißt. Warte mal, das ist die. Was hast du gezogen? Markus R. Ja. Markus R und Albert P habe ich drin. Ja, genau. Du kommst auch gerade auf den Namen. Albert Petzold ist klar. Ja. Okay. Ross. Dirk ist noch da. Dirk ist noch da. Ja, ja, ich bin noch da. Ja, ja. Und sag mal eine Zahl. Wenn du wenn die richtige rätst, dann kommst du einen Pokal. Gut, 15. 15. 11. Ja, knapp. Levis. Du musst warten, bis nur noch eine offen ist. Da kannst du richtig raten, wenn du vorher mitgezählt hast. Ja. Ja, sieht es ja rechts und links, aber ist eventuell auch nicht so gut zu sehen. Ja, Dirk, du bist auch noch drin, gell? Starke Partien abgeliefert in letzter Zeit, über den 80er Schnitt gespielt. Ja. First of Nine, weit über 80 bei dem einen Spiel, glaube ich. Ja, gegen den Pikachu habe ich 85er Average gehabt. Dem habe ich auch einen Break beschert. Ja. Ja, nee, war ganz gut. Ich habe jetzt auch, glaube ich, weil ich habe sonst immer 22 Gramm gespielt. Jetzt spiele ich 26 Gramm und da klappt es besser. Okay. Ist immer so eine Sache, wenn es damit wieder nicht läuft, nimmt ihr leicht und sagt, damit geht es besser, gell? Nee, ich könnte ja so drei Darts schicken mit 49 Gramm, wenn es zu leicht ist. Nee. Nee, aber man probiert, man muss, ich spiele seit 4, 5 Jahren, man muss immer wieder ausprobieren. Immer mal wieder der frischen Schwung reinbringen, gell? Was in der Ehe nicht geht, kann man im Dart durchaus durchziehen. Genau. Da kann man nicht sagen, ja, sitzt da heim und so, die Alte ist jetzt zu schwer, ich brauche mal was Leichteres. Sag ich nachher mal. Oh Gott! Keiner sagt, wo, wer ich hier da was gesagt habe. Die 10. 10. Jörg Martin, Roadrunner aus Wiesbaden, spielt gegen den Luis. Beide, meine ich, aus der gleichen Liga, oder? Könnte sein. Ich meine schon. 1. Ah, Frisky ist Liga 2B. Ah, Frisky Liga 2B, okay. Du darfst gegen einen Pro-Liga-Spieler ran. Okay, und nun die 4. Die 4. Raffi 420. Raffi 420. Es sind noch ein paar Granaten drin. 29, ist das eine? 29. Ja, der Charlie, glaube ich, der kann. Ja, aber stabiles Match. Ja. Wird spannend werden. Und die 31. Die 31. Ja, der Sven. Das war so ein episches Game gegen den Carsten. Ich sag dir, ja? Ich bin auf dem Nachhauseweg gewesen, haben die angefangen zu spielen. Ja. Dann habe ich ja mein Handy im Auto. Ja. Das Audio laufen lassen, habe das Spiel Dito. Nur den Ton. Dito, ich war auch beim Autofahren. Naja, ich habe auch geguckt beim Autofahren. Nee, ich habe nur den Ton gehört und konnte mir genau vorstellen, was da passiert. Ja, es war lustig. Carsten hat, glaube ich, ein First of Nine und generell ein Average von, lass mich raten, ich glaube 34 und führt 5-0 gegen Sven Vogelsberg. Und macht einen 5-5 draus. Und hat dann aber konstant seinen 34er Schnitt gehalten. Während Sven seinen First of Nine von Paaren 80 auf einmal auch in den richtigen Average umwandeln konnte, so langsam. Ja. Also Sven ungewohnte Schwächen auf Doppel und Carsten extreme Schwächen im Score. War natürlich kein 32. Hey, wenn ich ja nicht viel vermisse, aber den Carsten vermisse ich schon. Muss ich ja, den vermisse ich schon, ja. Und er wird auch gleich hier schreien, dass ich ihn so degradiere hier. Carsten hat aber auch wieder ein paar gute Spiele rausgehauen. Ja. In den letzten 2, 3, 4 Tagen. 20. 20. Wer bekommt den Finalisten der letzten Saison? Ich glaube, jetzt haben wir einen weniger aus Liga 3. Aber Thomas, ja, du darfst mich lügen. Darfst mich lügen strafen. Dirk, du bist doch gar nicht gezogen worden. Ach ja. Wen hättest du gern? Ja, der Patrick und der Pikachu sind ja schon weg.
Dann einer aus der Pro Liga. Der Titelverteidiger ist drin. Ah, wir haben einen aus der Pro Liga, ist der gerne. Du weißt, wie du spielen kannst. Ha? 27. Jetzt haben wir einen aus der Pro Liga. Wenn jetzt die 21 ziehst. Nee, die 27 war es doch, oder? Ja, das die 27. Aber du bist die 21, wie ich eben unter der Hand rausgehört habe, Dirk. Dann schauen wir mal, wen wir da haben. Die 15. Okay. Wer bekommt diesen sehr stabilen, starken Gegner? Oh, ist auch gut. Jawohl, treffen zwei starke gegeneinander. Die kennen sich und werden sich gut vorbereiten. Die 6. Jo. Ah, da haben wir ihn. Martin. Da haben wir ihn. Dirk, zitterst du schon? Nein. Nein. Ist alles machbar, gell? Wenn man das Momentum hat, ist immer alles machbar, gell? Alles machbar. Man darf nur nicht vorher dran denken, dass man jetzt gerade das Momentum brauchen tut. Ja? Weil dann wird's nichts. Ja. 22. Oh, knapp. Dritte Liga. Dritte Liga gegen den Titelverteidiger, René. Melde dich bei mir, wenn du live spielen willst. Das bekommen wir hin. Weit gekommen, keine Frage. Und ja, wenn dann das ausscheiden, dann gegen den Titelverteidiger. Da schreibt der, nee, Thomas Wirth schreibt, ach, das Ding rock ich irgendwie schon. Genau, sag ich ja. Big Tom rockt das Ding. Mach's wie die Italiener. Flach spielen, hoch gewinnen. 17. Oh, auch noch, ja, siehst du? Ja, die Steffi aus Berlin ist auch noch dabei. Ja, positiv. Starkes Pokalspiel rausgehauen in Runde 3. Und dann schauen wir mal, wer gegen die letzte Dame im Pokal antreten darf. Jetzt kommt die Sonne wieder rein. 26. Topspin. René, sag du mal was zu. Ich fahre mal die Rollaus runter. Ich kann da so nicht viel zu sagen. Aber Topspin ist, glaube ich, Liga 1b. Ich bin jetzt im Moment gerade bei der Pokalauslosung. Wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Wieder mal ohne Ton. Ist ja kein Problem. Und gar nicht so schlecht. Das ist bestimmt ein spannendes Spiel. Sag mal wieder. Gell? Ich sag gerade, Topspin ist Liga 1b. Oder? Wie bitte? Topspin ist Liga 1b. Glaube ich. 1b? Ja, ich glaube. Topspin 1b. Ja. Nein. Nee. Nein? 1, 2, 2. Der ist doch bei mir in der Liga. 1a. Ja. Stimmt, dann ist er 1a. Aber es wird bestimmt ein spannendes Spiel. Ich muss gucken, dass du es live kriegst. Das muss ich doch wissen, dass der bei mir in der Liga ist. Der führt hier auf die Tabelle an. Ja, und ist sowieso mit einem Bein, beziehungsweise eigentlich mit allen Beinen in der Pro-Liga, würde ich sagen. Ja. Da führt kein Weg mehr dran vorbei. Da wird er auf seinen Freund treffen. Den trifft nichts. So, was habe ich denn jetzt fabriziert? Jetzt habe ich es geschafft und habe die Tabelle kaputt gemacht. Da ist sie wieder. Kaputt gemacht. Du kannst sie nicht kaputt machen. Die kann ich nicht, weil du die hast, gell? Ja, die kann nur ich kaputt machen. Wenn dann richtig. So, okay. Also, da, was sagen wir zu diesem Spiel, Steffi? Steffi wird alles geben müssen. Michael auch. Und am Ende haben wir eine Frau im Achtelfinale. Nicht, dass ich jetzt parteiisch wäre oder so. 28. Kevin, XKev aus Liga 1b, bekommt von uns. Ist zu tief in den Eimer, ist zu so niedrig. Was ist die 9 ist das? Die 9. Das ist auch Liga 3. Das ist auch Liga 3, okay. Ja. Dann darf Liga 3b gegen Liga 1a und kein schlechter von der 1a.
Aber ja, wird auch interessant. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, vieles nicht mehr verblieben. Dirk, bist du immer noch da? Er wirft sich warm. Schade, dass wir das nicht sehen können. Ich mache gerade ein Turnier mit, deswegen. Du bist live im Spiel? Ich bin live im Spiel, ja. Das ist sensationell. Ich glaube, ich muss ihn doch noch schnell einblenden. Nee. Guck mal, da freut er sich. Da verliere ich gleich einblenden. Ganz groß einblenden. Ach ja, hier so schlecht, wie ich im Moment spiele. Was ist denn schlecht bei dir? Ich habe gerade ein 61er Average. Ja, super schlecht. Für mich wäre der Spitze. Ja. Oh Gott. Leute. Ja, ist klar. Jetzt hab ich mich. Ich bleib drin. So, ich muss die Brille aufziehen. Wo ist denn hier? Naja, das war schon mal ein 81er. Das ist schon mal gut. Guck mal, wir haben jetzt eben auch noch ein Live-Spiel hier. Ja. Da ist es. Schön. Nur Jitsi hat irgendwas verändert. Meine Tastenkombination mag nicht mehr so funktionieren. So, hier sehen wir. Hier sehen wir. Ei. Das ist live, Leute, das ist live. So, aber ich habe es mal schnell möglich gemacht. Dirk live im Spiel, hochkonzentriert. Lass dich nicht ablenken oder bist noch beim Einwerfen? Nee, hat gerade gecheckt, glaube ich. Ich habe einen Check. Ja. Ah, okay. Also, dann gucken wir da oben mal ein bisschen zu, ob da auch richtig steht, gell? Ja. Wurf sauber ist. So. Wir können ja auch die Statistik noch einblenden, René. Los nicht. Das wäre doch was. Ja. So. Die 25. Nee, es geht weiter. Das ist unser Schussadater. Das ist der kurze Name. Das ist der kurze Name, der nicht ganz reinpasst. Dennis Richter. Ja. Du bekommst auch einen schönen Gegner. Die 30. Die 30. Hast du die 21 rausgelassen? Ja, der Dirk ist noch nicht gezogen, gell? Das ist wie getimt hier. Klamarox. Okay, würde ich sagen, da ist für beide was drin. Ja. Ja, die Haltungsnote, was geben wir denn an Haltungsnote hier? Weiß nicht, er wirft immer dieses Ausholen nochmal so. Schon ist gleichmäßig, ist es schon, gell? Ja, der Arm bleibt schön gerade, aber das ist immer noch also dieses Ausholen. Ich habe jetzt 60, 100, 100, 140 geworden. Also bitte, ja. Hast du schön gemacht. Das ist ganz okay. Wir bringen dir scheinbar Glück. So, wer bleibt dann da übrig? Die Leute wissen es. Es bleibt der Dirk auf jeden Fall übrig. Die 21. Die 21. Und wer bleibt noch übrig? Gucken wir, ob das stimmt mit den Bällen hier. Die 7. Die 7. Das ist Christian Wolf. Okay, Badaboom, du darfst gegen den Vorjahres- oder Vorsaisonsieger spielen. Da wünsche ich dir ein schönes Spiel, Dirk sowieso. Auch jetzt wünsche ich da Dirk ein schönes Spiel. Ja, ich habe es gerade gewonnen. Sehr schön. Du hast das Spiel schon gewonnen? Ja, das ist Best of 3. Ah, ja, okay. Es geht ja schnell. 3 Minuten. Wie viele Darts waren es? 15 oder 18? Was? Wie viele Darts waren es? 15 oder 18? Nee, das war jetzt 18. Ja, weil nach 12 warst du auf 101 Rest. Ah, ja. René hat sich live zugeschaltet. Der Alte. Nee, ich habe einfach mitgerechnet. Hat gesagt 60, 100, 140. Ah, okay, auch das ist ein Kompliment. Dirk, wo ist der Pokal? Oh, ja, warte. Oh, halt mal rein, die Kamera. Ja.
Aber du hast ihn komplett gekriegt, ja? Du hast keinen Bausatz gekriegt? Nein, der hat keinen Bausatz bekommen. Wir haben als unterschiedliches Pokal, dass wir so ein bisschen Wechsel drin haben. Und der eine hat oben so eine größere Schüssel, den mussten wir dann ein wenig zerlegen, damit er in den Karton reingepasst hat. Zu der Aber das ist der beste Pokal, den ich gekriegt habe. Ja, das ist... Ja, stimmt. Ne? Der beste Papa der Welt. Ja. Ja, war ja auch ein Treffer ins Vollbull, ja? Okay, wie viele Leute sehen sich eigentlich den ganzen Schabernack hier noch an? Dann schalten wir uns mal drauf. 21.000 immer noch. Immer noch. Danken wir uns doch ganz herzlich, dass so viele dabei sind. Ja. Wenn es weniger werden, werden ja auch die Zuschauer weniger, ganz klar. Obwohl, manche gucken es ja auch nur wegen René. Ehrlich? Ja. Und manche ich bin gerade nicht so Wischmob so unterwegs. Es wird langsam wieder Wischmob. Beim nächsten Mal auch nicht, da war ich dann klar. Und es soll sogar Menschen geben, die das schauen, um sich mit mir fremd zu schämen. Ja, das ist... Dirk hat ein leichtes Lächeln auf den Lippen. Gut, dann machen wir heute gar nicht lang rum, oder? Ja. Denn ich habe noch Stunde. Ein, zwei Spielchen, die ich noch wegkriegen muss, bevor die Nadel in der Arm kommt und ich dann mit Männergrippe 2 Jahre lang gepflegt werden muss. Das ist gut. Für unsere Meisterschaft gut. Das ist so, weißt du? Also ich sag mal, lieber jeden Tag einen Kreuzbandriss als Halsschmerzen, ja? Ja. Das ist halt so bei Männern, gell? Was trinkst du denn, Dirk? Gutes Krombacher. Ah. Felsquellwasser gebraut. Ist hier. Die Bankverbindung, liebe Krombacher, gibt es später, ja? Verlinke ich dann hier unten. Ja. Gut, Dirk, schön, dass du noch dabei warst. Ja, ja. Ja, ja. Passt schön, dass du gespielt hast so schnell. Ah, ja. Der BO3 geht ja schnell. Geht schnell, entweder in die eine oder andere Richtung. Gell? Ich weiß gar nicht, was wir noch machen, wenn die echten Ligen, oder das heißt echten Ligen, das ist auch eine echte Liga, ja, aber wenn das wieder da live losgeht mit den Teams, wir spielen Best of Three oder Best of Five, ich weiß gar nicht, wie ich das noch hinbekomme. Völlig irritiert. Völlig irritiert. Wenn du das erste Loch nimmst, verlierst du deine Spiele auf einmal alle. Ja, ganz schrecklich, oder? Ja. Das ist ganz schlimm, ja, und dann kommen wieder die Ligen wieder, dann wird es abends so spät, wir können doch nicht Best of Five spielen und so. Ja, aber nein. Dann muss halt mal schneller geworfen werden, schneller getroffen werden, ja. Ich meine, die Best-of-Ten-Spiele sind auch oft meist in 25, 35 Minuten rum in der Pro, oder, Dirk? Ja, das sehe ich auch so. Das ist in Ordnung. Wir schaffen ja auch Best-of-Six, schaffen wir ja auch eine Dreiviertelstunde oder Stunde. Ja, also ich weiß nicht, ob die Stunde schon einer geknackt hat, aber ein paar Mal hatten wir schon so 55, 57 Minuten, gell? Ja, ich glaube, gestern waren wir nah dran, der Beno. Ihr habt ja auch probiert, wer schafft es mit einem U30er Average zu gewinnen, oder was war euer Plan? Gestern? Ja. Ja, das haben wir echt probiert. Also irgendwie, ich habe erst gedacht, weil es so windig draußen ist und die Balkontür auf ist, dass mir das die Darts wegweht, aber nach dem Zumachen war es auch nicht besser. Also es hat keinen Unterschied gemacht. Und wir haben ja wirklich das erste Leg mit einem 33er oder 34er Average gespielt. Dann war es ein bisschen besser. Im letzten haben wir das wieder geschafft, unter 40 zu kommen. Ja, sensationell. Haben es echt Mühe gegeben. Das stimmt. Das ist dann schon verwunderlich, wenn ich weiß, dass ihr es besser könnt. Gell? Okay, die Zuschauer hauen ab. Die haben keine Lust mehr. Ja, die wollen es nicht hören. Meine Nachricht wird zu überprüfen. Pikachu, überragend Leistung, mein Glückwunsch übrigens. Anzeigen. Ja, manche Nachrichten gehen nicht durch, die muss ich freigeben. Ja, weiß nicht, vielleicht Pikachu in irgendeinem Land ein Schimpfwort, steht auf der Liste oder so. Ja. Gut, Michael, du hast deine Gegnerin, du bist dabei, sehe ich. Du darfst gegen die Steffi aus Berlin ran. Herzlichen Glückwunsch. Allen, die noch dabei sind, ich wünsche euch einen schönen Abend noch. Spielt ein bisschen Online-Dart bei dem Sauwetter. Ja. Wir sehen uns hier in 2 Wochen wieder oder in 3? In zwei sehen wir uns schon wieder. Dann hoffentlich wirklich mal von unserer Spielstätte aus. Aber ja, muss ein paar Vorbereitungen noch getroffen werden. Schauen wir mal, ob wir es hinbekommen. René sagt Tschüss und Dirk hat das Schlusswort. Hier. Und denkt immer dran, Dart ist alles möglich. Im Dart ist alles möglich. Das ist richtig. Und ich werde bald mal irgendwann im Klabautermann mal aufschlagen, wenn der definitiv wieder auf. Definitiv.
Definitiv. Das Mit wäre meinem schön. neuen Nur dann Shirt. Weg ist nicht so weit und es wird auch hundertprozentig ein treffender IQ ODL geben oder auch zwei oder drei und es wird auch garantiert eins Deutschland Mitte bei uns stattfinden. Aber ist momentan immer noch verständlich, dass man nicht jetzt Ein großes was 4 Wochen Turnier, wie planen ich kann, höre. sich Ein eine großes Menge Mühe macht Live-Turnier. und Vorbereitung Ja. trifft. Ist einfach noch zu schwierig in diesem Jahr. Ja, Aber du vielleicht. kannst noch nicht davon ausgehen, dass alles immer passt, das kann sich schnell ändern. Ja, und wenn wir sehen, Genau. dass es stabil bleibt, ich lasst euch alle Genau. den Pieks ergeben und dann läuft das. Ich bin Und schon voll durchgeimpft. das ist gut, das ist Ich gut. auch. Ich hab's hinter mir. Deswegen rede ich mit euch hier auch ohne Maske. Ja. Gut, Genau. also, ich sage Tschüss, René sagt Ciao. Ciao, Dirk sagt Ciao. Ciao, Leute, bis zum nächsten Mal. Peace. Peace and out.